wo langa, lange Zeit im Schloss, wohnte eine Prinzessin mit ihrer Stiefmutter. Das Mädchen war sehr schön, die Königin war sehr böse. 10 Jahre später. Spiegelei, Spiegelei, sag ehrlich, wer ist die Schönste im ganzen Land? Du bist die Schönste, meine Königin. Eines Tages fragte die Stiefmutter wieder den Spiegel. Spiegelei, Spiegelei, sag ehrlich, wer ist die Schönste im ganzen Land? Sie sind immer noch schön, meine Königin, aber das Schneewittchen ist viel schöner. Ich weiß, was ich tun werde. Ich muss mit dem Fürsten sprechen. Das Schneewittchen und bring mir ihr Herz sofort. Aber Schneewittchen, warum? Zu Befehl! Schnipp, schnapp, schnappi, 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 schnipp, schnapp, schnappi, 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 schnipp, schnapp, schnappi, 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 schnipp, schnapp, schnappi, 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 schnappi. Och, Emil, was machst du hier? Entschuldige, Schneewittchen, lauf weg! Deine Stiefmutter will dich töten. Das ist schrecklich. Lauf weg, schnell! Das Schneewittchen flieht und weint. Sie ist traurig und müde. Es wird dunkel. Ich bin so müde. Wer bist du? Ich bin Łasuch, ich liebe Essen. Ich bin piękniejszy und ich bin der schönste Zwerg im Wald. Ich bin Siłak und ich liebe Sport. Ich bin sehr sportlich und stark wie Lionel Messi. Ich bin Śmieszek, ich mag Laufen und Witze erzählen. Ich bin Spruch und ich mag lange Schlafen. Ich bin Geniusz und ich mag lernen und lesen. Ich bin Maruda und ich mag nicht, aber Michel sprechen. Und wer bist du? Ich bin Schneewittchen. Ich lebte in einem Schloss hinter dem Wald. Aber jetzt meine Stiefmutter will mich töten. Sie hasst mich. Komm zu uns. Werde zusammen wohnen. Oh, danke. Komm zu uns, Schmidt. Und ich liebe Mädchen. Sie sind so schön. Ich mag keine Mädchen. Mädchen bringen nur Probleme. Hier ist sehr schmutzig. Räumt ihr nicht auf? Also gut, ich werde hier aufräumen. Super! Fantastisch!
dich. Ich freue mich. Vielleicht koche ich noch etwas zum Essen. Das ist eine gute Idee. Sie will uns vergiften. Alle sind glücklich, nur Maruda nicht. Schneewittchen bleibt alleine zu Hause. Sie räumt auf und kocht. Sie ist glücklich. Schneewittchen, Schneewittchen! Wach auf, meine liebe Schneewittchen! Was ist passiert? Ich trage sie. Sie ist so leicht. Sie war so schön. Das war bestimmt die böse Stiefmutter. Und sie hat ihr einen vergiften Apfel gegen. Wir müssen ihr helfen. Wir können ihr nicht mehr helfen. Sie ist gestorben. Oh nein! Nein! Traurige Zwerge singen Schneewittchen. Alle weinen. Der Prinz kommt zu einem. Wer ist das? Sie ist aber schön. Was ist passiert? Die böse Stiefmutter hat sie ermordet. Wie kann ich helfen? Für sie. Sie ist doch so schön. Der Prinz verliebt sich in das Schneewittchen. Will es heiraten. Willst du mich heiraten? Ich liebe dich. Ja, ich liebe dich. Du gibst alles, wenn du gibst. Du verlierst dich, wenn du liebst. Schloss, herz jetzt Ruhe und Freunde. Alle leben lange und sind glücklich. So endet unsere Geschichte. Wir danken Ihnen.